Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Nerim. Oder auch nicht? Nein, wir spielen heute nicht Nerim als Let's Play, sondern machen weiter mit dem Nerim Lese-Special. Und zwar heute leider ohne WeHawk LP, aus einem einfachen Grund, ganz einfach. Er hat keine Zeit. Und ja. Weil er keine Zeit hat, dachte ich mir, um das endlich mal trotzdem fertig zu bekommen, mache ich einfach mal eine Folge alleine. Ich denke, Ryok hat auch nichts dagegen. Ich denke, er würde sogar befürworten, wenn ich diese Folge mal ausnahmsweise ohne ihn mache. Einfach, weil wir dann vorankommen, ohne dass er sich mit seinen Terminen verzetteln muss. So, hier sind die ganzen Bücher, die wir noch lesen. Hier und hier. Bei dem einen Buch, das ich da gerade weggelegt habe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es nicht vielleicht schon gelesen habe. Es kann sein. Deswegen habe ich es erstmal beiseite gelegt und werde dann nach der Folge da einfach mal nachgucken. Wenn ich es schon gelesen habe, dann werde ich es einfach ins Bücherregal in der Burg Dalan. In Burg Dalan packen. Ach ja. Um zu erklären, wo wir sind, da bin ich noch nicht drauf eingegangen. Wir sind, das kann ich euch mal kurz zeigen, aber nur kurz, weil es draußen ruckelt wie Sau, also außerhalb des Hauses. Wir sind in Erofin. Hier in Erofin, diejenigen, die mein Let's Play schon gesehen haben oder Neri im Allgemeinen schon kennen, werden sich an die Stadt erinnern. Es ist die Hauptstadt des Spieles und ja, hier kann man ein Haus kaufen. Dieses Eckhaus hier, neben einem Plakat von Sandmaul. Und hier drin werden wir unsere verbleibenden Bücher lesen. So. Diese. Erstmal diese, weil das sind die letzten der mittellangen Bücher. Das bedeutet, die haben alle 6 bis 8 Seiten höchstens und die hier haben mindestens 10. So, und ich fange mal an mit. Ja, mit Blaukappe und der böse Berglöwe. Dieses Buch, muss ich zugeben, habe ich eben schon gelesen bei einem Aufnahmeversuch, der jäh unterbrochen wurde. Deswegen werde ich das ein bisschen besser lesen können, denke ich mal, hoffe ich mal. Hoffen in dem Sinne, als dass die Schrift sehr klein ist. Aber schauen wir mal. Es war einmal ein kleiner süßer Junge, den jedermann gern hatte, der ihn nur ansah. Am liebsten aber seine Großmutter, die nicht recht wusste, was sie dem Kind schenken sollte. So gab sie ihm eine Kappe aus blauem Filz. Und weil ihm das gut stand und er nichts anderes tragen wollte, nannte ihn jedermann Blaukappe. Eines schönen Tages sagte sein Vater zu ihm: Komm, Blaukappe. Du hast ein Stück Milchsemmel und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter, die krank und schwach allein im Wald wohnt. Bleib hübsch sittsam auf dem Weg, sonst triffst du noch auf wilde Tiere. Andernfalls hat die Großmutter nichts. Und wenn du in die Stube trittst, dann sprich höflich guten Tag. Es werde schon alles gut machen, versicherte der Junge dem Vater und gab seine Hand drauf. Die Großmutter wohnte draußen im Forst, eine halbe Stunde Fußmarsch weit. Wie nun Blaukappe in den Wald kam, begegnete ihm der Berglöwe. Blaukappe wusste aber nicht, was das für ein heimtückisches Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Blaukappe, sagte er höflich. Vielen Dank, Berglöwe. Wohin denn so früh? So, Großmutter, was trägst du denn da im Korb? Eine Milchsemmel und Wein. Wir haben neulich gebacken, da soll sich die Großmutter etwas zugutun und sich stärken. Wo wohnt die arme Großmutter? Noch eine Viertelstunde weiter im Wald, unter 4 Kiefernbäumen. Drunter sind Nussecken, das wirst du ja wohl wissen. Drunter sind die Nussecken. Der Berglöwe dachte bei sich: Der kleine junge Mann, ein Fenner, der kleine junge Mann, ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Muss listig sein, um sie beide zu schnappen. Da ging er eine Weile neben Blaukappe her, dann sprach er: Sehe da, erblickst du die Brombeeren, die hier ringsumher stehen? Pflückst du doch ein paar? Pflück doch ein paar. Ich glaube, du hörst gar nicht, wie lieblich die Vögel singen.
Merkst du, wie lustig es Hausen im Wald ist? Ich weiß nicht, ob es wirklich Hausen heißt und ich kenne dieses Wort gar nicht, muss ich sagen. Sagte man früher so, Hausen? Oder ist es nur vielleicht ein kleiner Tippfehler? Ich meine, es kann sein, dass es ein Tippfehler ist. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob es das Wort Hausen mal gab. Weil in meinem Wortschatz kommt es nicht vor und ich habe noch nie davon gelesen, dass es jemals angewandt wurde. Blauköppel schlug die Augen auf und sah die Sonnenstrahlen durch die Baumgipfel hin und her tanzen und dachte bei dem Anblick der saftigen Brombeeren, wenn du der Großmutter ein paar davon pflückst, wird sie sich bestimmt freuen. Es ist noch früh, also wirst du schon zur rechten Zeit erscheinen. So lief er von Wege ab. Von Wege? Vom Weg, oder? Vom Wege ab und suchte Beeren. Wenn er eine brach, sah er am nächsten Busch eine größere und geriet immer tiefer in den Forst hinein. Der Berglöwe allerdings ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an der Türe. »Wer ist da draußen? Blaukappe bringt dir eine Milchsemmel und Wein.« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich kann nicht aufstehen.« Der Berglöwe drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er schlich schweigend zum Bett der Großmutter und verschlang sie. Darauf zog er ihre Kleider an, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Aber Blaukappe war nach den Brombeeren gelaufen, und als er so viel beisammen hatte, dass er keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und er machte sich auf den Weg zu ihr. Er wunderte sich, dass die Türe aufstand, und wie er in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass er dachte, »Bei den Göttern, wie ängstlich wird's mir heute zumut, und bin sonst so gerne bei der Großmutter.« Er rief, »Guten Tag«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging er zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so eigenartig aus. Und jetzt kommt das, was wir alle kennen. Und ja, mir ist schon aufgefallen, dass diese Erzählung einer ganz bestimmten anderen Erzählung, einem ganz anderen bestimmten Märchen ähnelt, das wir alle so gut kennen. Großmutter, was hast du für große Ohren, damit ich dich besser hören kann? Großmutter, was hast du für große Augen, damit ich dich besser sehen kann? Großmutter, was hast du für große Hände, damit ich dich besser packen kann? Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, damit ich dich besser fressen kann? Kaum hatte der Berglöwe das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang den armen Jungen. Wie der Berglöwe sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett und schlief ein. Fing an, laut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an der Hütte vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht. Du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Berglöwe darin lag. »Findest dich hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich habe dich lange gesucht.« Nun wollte er seinen Bogen anlegen, da fiel ihm aber ein, der Berglöwe könnte die Großmutter gefressen haben und wäre noch zu retten. Schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Berglöwen den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er die blaue Kappe leuchten und noch ein paar Schnitte, da sprang der Bursche heraus und rief, »Ach, wie war es erschrocken! Wie war es so dunkel in dem Löwen, seinen Leib?« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Blaukappe aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Berglöwen den Leibe, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sie tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Löwen den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß die Milchsemmel
und trank den Wein, den Blaukappe gebracht hatte, und erholte sich wieder. Blaukappe aber dachte, du willst deinen Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn's dir der Vater verboten hat. Ja, da haben wir eine neue Version von Rotkäppchen gelesen. Tja, so. Nehmen. So. Ich nehme das Buch. Jedes gelesene Buch nehme ich zurück ins Inventar. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und wir haben noch drei. Drei, beziehungsweise vielleicht vier. So. Mysterium Tirmatral. Oder? Ja, Tirmatral. Habe ich mich nicht geirrt. Dann lesen wir dieses jetzt. Lesen, nicht hochspringen. Aber erstmal will ich die Musik noch einmal runterstellen, weil die Musik kann teilweise doch extrem laut werden. So. Tyr, der Beginn der Zeit, das alte Reich. Die Bewohner Arktvens, erzählen sich seit Hunderten, wohl ein bisschen lauter kann die Musik ja werden. Ich bleib mal bei 43, das sollte reichen. So. Die Bewohner Arktvens erzählen sich seit Hunderten von Generationen, sogar seit vor dem Zerfall des Alten Reiches, diese Legende. Am Anfang aller Schöpfung existierten das Licht und die Dunkelheit. Irgendwann verbanden sich diese beiden uralten Energien. Und ein Gott entstand, Tyra genannt. Nach den alten Worten für Dunkelheit, Ra und das allmächtige Licht, Ty, oder auch Tu genannt. Durch seine unendliche Macht schuf er die Welt. Dann nahm er einen Haufen Erde und verwandelte ihn in den ersten Urmenschen. Aus diesem Urhumanoiden entstanden dann alle anderen humanoiden Rassen, welche die Welt bewohnen. Da Tyr sich nicht weiter in den Lauf der Dinge stellen wollte, schuf er für sich und seine Seraphim einen ungestörten Ort innerhalb einer Paralleldimension. Die Jahre vergingen und Reiche blühten, Könige starben, Kriege wüteten. Es war auch die Zeit, da ein mächtiges Reich entstand unter der Krone von Gorf, einem weißen Menschenjungen. Weisen? Weißen. Dieses Reich umfasste mehrere Regionen und innerhalb seiner Grenzen lebten die verschiedenen Völker in Eintracht und Frieden. Kapitel 2. Das Ende Tirmatrals und die Verbannung Arkts. Die Schlacht bei Storm. Die Entstehung Arktvens. Doch Tyr hatte mit seinem Bestreben auch Hass geerntet. Besonders unter seinen Seraphim. Unter ihnen war einer, den sie Arkt nannten. Er hasste Tyr, weil dieser allen Wesen seinen Odem geschenkt hatte, nur den Seraphim bewährte er dies. Arkt versuchte, Tyr zu stürzen. Doch der Versuch misslang. Und nach einem furchtbaren Kampf unter den Seraphim wurde Arkt geschlagen. Ihm wurden die Flügel zerrissen. Und er wurde für immer auf die Erde verbannt, um dort sein Schicksal unter den Lebenden zu erharren. Doch in seinem Zorn schuf sich Arkt eine dunkle Armee von Schattenkriegern und mit Hilfe eines Nekromantenherrschers versetzte er das ganze Reich von Tirmatral mit seinem Schatten. Keiner vermochte die dunkle Armee zu zerstören. Tyr aber schickte seinen Erzseraphim Vent auf die Erde. Dieser verschaffte sich das Vertrauen eines jungen Stammesführers. Zusammen konnten sie die Völker Tirmatrals einigen und eine gewaltige Streitmacht aufbauen. Die Jahre vergingen und Arkts Streitmacht konnte immer weiter zurückgedrängt werden. In den Ruinen der einstigen Stadt Storm lieferten sich Vent und Arkt einen Kampf aus dem Vent als Sieger hervorging. Arkts Körper wurde in den alten Hallen von Enderal
eingesperrt. Ach, da kommen wir auch schon auf den nächsten, auf das nächste Spiel zu sprechen, auf das nächste Spiel der Entwickler dieses Spieles, nämlich Enderal. So wird nämlich das nächste Spiel heißen. Und ihr könnt versichert sein, ich werde es spielen, auf jeden Fall. Das muss sein. Nerim ist eines meiner Lieblingsprojekte unter all meinen Let's Plays und Enderal wird auf jeden Fall folgen. Nur so als Vorankündigung. Wendt aber war so geschwächt, dass er noch an Ort und Stelle zusammenbrach. Der Stammesführer wurde zum ersten Kaiser des neuen Reiches gewählt, welches sie Arctwend nannten. Wend und Arct. Arctwend. Jetzt wissen wir, warum es so heißt. Auf den Ruinen von Storm baute der Kaiser eine mächtige Stadt und an der Stelle, an der Wend gestorben war, schuf er sich einen mächtigen Turm. Wends Leichnam sollte zur ewigen Stadt Tyrath gebracht werden, doch auf dem Weg dorthin wurde seine Leiche von dunklen Kreaturen geraubt und geschändet. Kapitel 3: Der Tod des Kaisers, das vorläufige Ende des Kaisergeschlechtes, der Zerfall des Kaiserreiches und der Tyrann Brutus. Jahrhunderte vergingen, das Reich blühte unter der Herrschaft des Kaisers. Innerhalb dieser Zeit kam es zu keinerlei Konflikten. Viele mächtige Städte entstanden in dieser Zeit, doch während der Frieden noch durch das Reich zog, bildete sich ein mysteriöser Kult. Dieser Kult glaubte fest an die Wiederauferstehung Arcts und stellte eine ernsthafte Bedrohung für das Reich dar. Als der Kaiser versuchte, den Kult zu vernichten, wurde ein Anschlag auf seine Galeere verübt. Auch das gesamte Kaisergeschlecht wurde durch Intrigen ausgeschaltet. Nur zwei konnten sich retten. Sie waren Zwillinge und hatten erst vor kurzem das Licht der Welt erblickt. Sie wurden beide außer Landes gebracht. Nun übernahm der ehemalige Kanzler von Stormwind die Macht über das Menschenreich. Das Reich zerfiel derweil in mehrere kleine Gebiete. Der Kanzler war ein bösartiger Tyrann. Und man munkelte, dass er die treibende Kraft hinter dem mysteriösen Kult war. Er ließ den Hohen Rat von Stormwind durch einen von ihm gebildeten ersetzen. Der Oberste des Alten Rates, Callisto! Mensch, da ist er ja wieder! Wer mein Let's Play gesehen hat, der wird wissen, wen ich meine, wer Callisto ist. Beziehungsweise wird sich erinnern. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ihn. Einer der ehemals Vertrauten des Kaisers, aber setzte sich zur Wehr. Zusammen mit anderen ehemaligen Vertrauten bildete er einen geheimen Pakt, der den Tyrannen bekämpft. Doch der Kanzler bekämpfte diesen Pakt mit aller Härte, sodass Callisto die Stadt verlassen musste. Bevor er aus der Stadt flüchtete, versiegelte er den alten Turm des Kaisers mit einem mächtigen Bannzauber. Brutus konnte diesen Zauber nicht brechen und den Turm nicht mehr betreten. Die Jahre vergingen wiederum, ein Schatten lag über den Ländern von Arctwend. Man munkelte gar, dass Arct wieder auferstanden wäre. Da haben wir einiges Wissenswertes erfahren über Arctwend, wie Arctwend entstand und wer Callisto war, bevor wir ihn kennengelernt haben. So, und ich will nicht ruhen, ich will nicht rasten, ich will diese beiden Bücher auch noch schaffen. Ich hoffe, dass ich beide Bücher schaffe. Schauen wir einfach mal. Nicht groß reden schwingen, einfach weiterlesen. Ich lese jetzt die Geschichte eines Gefangenen. So. Ich weiß nicht, warum ich dies hier überhaupt noch aufschreibe. Warum ich überhaupt noch lebe. Vielleicht schreibe ich dies hier, um die Dinge, die ich erlebt habe, für die Nachwelt zu bewahren. Vielleicht auch, weil ich es unerträglich finde, dass niemand von all dem erfahren wird, was mir passiert ist. Doch hör zuerst meine Geschichte. Es ist nun 2 Wochen her. Da war die Welt für mich noch in Ordnung. Es hatte eine Familie, eine wunderbare Ehefrau und 3 Kinder. 2 Jungen, 1 Mädchen. Doch sie wurden mir alle genommen. Mein ganzes Leben wurde mir genommen. Alles fing
des Nachts vor den besagten 2 Wochen in unserem kleinen Dorf Ledur an. Da hörte ich lautes Geheul. Ein Geheul, das einem das Mark in den Knochen gefrieren ließ. Ich hörte einen Schrei, den einer Frau. Durch das Fenster in meinem Zimmer konnte ich draußen helle Lichter erkennen. Es brannte in unserem Dorf. Meine Frau schlief noch seelenruhig. Ich weckte sie nicht. Ohne mich umzusehen, ging ich in meinem Nachtgewand die Treppe hinunter. Die Schreie der Menschen wurden lauter und das Geheul wie von Wölfen auch. Ich öffnete die Eingangstür unseres Hauses. Vor mir erblickte ich die Jagd des Teufels. Es verfolgt mich noch heute in meinen Träumen. Jede Nacht aufs Neue. Eine junge Frau lief schreiend an mir vorbei. Ihre Kleider hingen zerfetzt an ihrem Körper hinab. Sie war blutüberströmt. Ihr linker Arm war nur noch als blutiger Stumpf zu erkennen. Eine furchteinflößende Bestie lief ihr gebeugt hinterher. Der Teufel selbst. Eine wolfsartige Kreatur des Bösen, die auf 2 Beinen lief. Als es an mir vorbeihästete, blickte es mich in ihren todversprechenden Augen an. Die Frau rannte um die Ecke eines Hauses. Die Kreatur setzte ihr mit einem großen Sprung nach. Ein spitzer Schrei, Spritzen von Blut, Reißen von Fleisch, ein lautes Heulen. All diese Geräusche vernahm ich. Es konnte nicht wahr sein. Ich musste träumen. Und doch sagte mir etwas, dass dies real war. Wie angewurzelt blieb ich stehen, ohne mich regen zu können. Überall im Dorf liefen die Menschen schreiend durcheinander. Einige versuchten, in den Wald zu flüchten. Doch die Kreaturen setzten ihnen bereits hinterher. Das Dorf brannte lichterloh. Ich stand so einige Minuten und blickte auf all die Schrecken. Da wurde es mir mit einem Schlag bewusst. Meine Familie war in Gefahr. Ich hörte laute Schreie aus dem Haus. Ich rannte so schnell ich konnte hinein, die Treppe hoch. Etwas packte mich von hinten. Ich konnte mich nicht rühren. Eine Kreatur buxierte mich langsam zur Tür unseres Schlafgemachs. Meine Familie saß zusammengedrängt auf dem großen Bett. Meine Frau blickte mich mit verstörtem Blick an. Sie sagte kein Wort. Meine Tochter weinte still vor sich hin. Ich wollte ihnen etwas zurufen. Da drückte die Kreatur mir den Mund zu. Es wehrte mich heftig. Ihre Krallen durchstießen meine Wange. Ich fühlte keinen Schmerz. Bloß die panische Angst um meine Familie. Plötzlich lösten sich 2 dieser Kreaturen aus dem Schatten. Ich konnte nichts tun. Ich weinte vor Verzweiflung. Ich konnte ihnen nicht helfen. Ich musste mit ansehen, wie sie vor meinen Augen langsam in Stücke gerissen wurden. Die Zähne dieser Bestien sich in ihr Fleisch gruben. Am Ende blieb von ihnen nichts mehr übrig als eine blutige Masse. Mir wurde schwarz vor Augen. Endlich würden sie mich vor dem Wahnsinn erlösen. Den würden mich töten. Irgendwann erwachte ich wieder. Und zwar in der Hölle, wie es mir schien. Alles schmerzte mir. Ich wollte aufstehen, meine Augen öffnen. Doch es war zu schwach. Etwas trat mich heftig in die Schulter. Langsam öffnete ich meine Augen. Ich blickte hinauf in das schockierte Gesicht einer Wache. Er setzte mich auf und rief die anderen Wachen herbei. Sie verlangten von mir, dass ich ihnen erklären solle, was geschehen sei. Ich schwieg und blickte auf meine Hände. Sie waren blutüberströmt. Ich vermied es, mich umzudrehen. Ich wusste, wer hinter mir auf dem Bett lag. Zur Unkenntlichkeit entstellt und tot. Ich wurde einem Richter vorgeführt. Mir wurde der Mord an allen 46 Bewohnern meines Dorfes vorgeworfen. Ich schwieg. Und nun sitze ich hier. Schreibe dies auf. Ich kann von Glück sagen, dass ich dies aufschreiben kann. Es war schon schwer genug, Papier und Tinte aufzutreiben. Zum Glück hatte die Köchin, die uns täglich unsere kläglichen Portionen brachte, sich meiner erbarmt und mir die Sachen besorgt. Vielleicht schaffe ich es noch, dieses Schriftstück an einen Gelehrten oder besser sogar Abenteurer weiterzugeben, der sich der Sache annimmt. Oder zumindest recherchiert, um in Erfahrung zu bringen, was tatsächlich passiert war. Was dies für Wesen waren. Und der dann überall die Wahrheit über dieses Geschehnis verkündet. Doch bis dahin geschieht... Was? Achso...
Doch bis dies geschieht, wird es für mich zu spät sein. So sitze ich hier und werde niemals wissen, was in dieser Nacht tatsächlich geschehen ist, vermodere in diesem Kerker. Einen Lichtblick in all dem Schmerz habe ich jedoch noch. Morgen soll es enthauptet werden. Anmerkung des Autors. Liebe Leser, zuallererst möchte ich Ihnen für den Kauf dieses Buches danken. Dieses Buch ist die gedruckte Version einer handgeschriebenen Geschichte, die ich von einem Gefangenen durch die Zelle gereist bekommen habe, als ich einen Freund besuchen wollte. Dieser musste einige Tage im Kerker verbringen, weil es zwischen ihm und ein paar Betrunkenen zu einer Rauferei gekommen war, was ich hier aber nicht weiter beschreiben will. Der Gefangene bat mich, der Sache nachzugehen. Natürlich stimmte ich zu und tat dies auch einige Tage später. Ich befragte den Richter, der ihn verurteilt hatte. Dieser gab mir zur Antwort, dass festgestellt wurde, dass es dieser Mann war, der die Menschen in seinem Dorf umgebracht hatte und nicht irgendwelche Kreaturen. Er behauptete, dass diese nur in seiner Fantasie existieren würden. Da es ihm nun recht glauben wollte, sandte ich drei Söldner los, die sich in dem zerstörten Dorf umsehen sollten. Es ging nicht selbst. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil meine Arbeit es nicht zuließ, für lange Reisen zu gehen. Die Söldner kamen jedoch nie zurück und wurden auch nie wieder gesehen. Deshalb gebe ich all jenen, die nach dem Lesen dieses Buches selbst der Sache nachgehen, die nach dem Lesen dieses Buches selbst der Sache nachgehen wollen, einen gut gemeinten Ratschlag. Ihr solltet es bleiben lassen, wenn euch euer Leben lieb ist. Mögliche Überlebende, die Geschichte des Mannes bestätigen oder dieser widersprechen können, bitte ich darum, mich bei meiner Hütte beim Totenpass aufzusuchen. M.R. Martin Rabe. Beim Totenpass, hä? Wollen wir der Sache mal nachgehen? Zur Information, der Totenpass befindet sich... Wo war der Totenpass? Ich habe schon so lange nicht mehr mich mit Nerin beschäftigt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo der Totenpass überhaupt ist. Aber hier ungefähr ist der Totenpass. Hier. Das ist das Kettelgebirge? Nee, der dunkle Wald ist das. Wo ist dann... Wo ist der Totenpass? Muss ich mal überlegen. Egal. Wir werden das schon feststellen, denke ich mal. Da ist Sildren. Das Falchental. Der Krater. Ostia. Die Wüste. Ach, das hat auch irgendwie was. Wenn ich so über die Karte meinen Blick schweifen lasse... Ah, hier ist der Totenpass. Fällt mir wieder ein, was wir alles erlebt haben in meinem Let's Play. Meinem zweiten Let's Play und trotzdem mein Lieblings-Let's Play. Pforte von Kabaet. Genau, hier ungefähr, hier unten... Hier ungefähr ist der Totenpass. Genau. Vielleicht sehen wir uns da dann mal um. Wer weiß. Wir sind... Ja gut, jetzt sind wir nicht in der Nähe, aber... Von Burg Dalan aus käme man leicht dahin. Wie hieß das Dorf noch gleich? Ich hab da so eine Vermutung. Ist das doch mal wahr? Na egal. Jedenfalls sehe ich, jetzt ist die Aufnahmezeit rum und ich würde sagen, ja, ich hoffe, die zwei Bücher, es ist doof, dass es nur zwei, ne Quatsch, die drei Bücher, immerhin drei, die drei Bücher haben euch gefallen von der Geschichte her, also mir hat gerade das letzte doch recht gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Let's lese Nerim-Bücher. Gedöns. Zeug. Vielleicht mit Weorg dann mal wieder. Wer weiß. Das werden wir dann sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.